Die Präsidentin des Bundes der Vertriebenen, Steinbach, will nicht auf ihren Beiratsposten in der Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung verzichten. Im Bericht aus Berlin sagte sie, es gehe nicht um ihre Person, sondern um das Recht einer Organisation, frei zu benennen, wen sie wolle. Zugleich signalisierte Steinbach ihre Bereitschaft, mit Außenminister Westerwelle zu sprechen. Er lehnt ihre Entsendung in das Gremium ab. Im Internet existiert es schon, ein Zentrum gegen Vertreibungen auf den Seiten des Bundes der Vertriebenen. In der Realität will die Bundesregierung für 14 Millionen Euro in Berlin ein Dokumentationszentrum zur Flucht, Vertreibung, Versöhnung einrichten, samt Stiftungsrat. Dem soll gegen einen bindenden Einspruch von Außenminister Westerwelle Erika Steinbach nicht angehören, die in Polen viele Gegner hat. Sie signalisiert im ARD-Bericht aus Berlin Westerwelle Gesprächsbereitschaft. Ich bin davon überzeugt, dass Sprechen miteinander auch Konflikte lösen kann. Und vielleicht fehlt ihm ja auch das eine oder andere an Informationen, die er gar nicht hat. Er hat sich ja in der Vergangenheit nicht unbedingt mit Außenpolitik beschäftigt. Und die ersten 100 Tage, die gibt man einem neuen Minister immer als Schonfrist. Dieses Gesprächsangebot wird unterstützt von CSU-Chef Seehofer im Sonntagsstammtisch des BR Fernsehens. Wer Frau Steinbach kennt, und deshalb wäre das gar nicht so schlecht, wenn Herr Westerwelle mal mit der Frau Steinbach reden würde. Die ist sehr für Versöhnung. Die FDP hält Steinbach ihr früheres Nein zur Oder-Neiße-Grenze vor. Die Liberalen signalisieren allgemeine Gesprächsbereitschaft, lassen aber offen, ob Westerwelle selbst mit ihr sprechen würde. Die FDP hat noch nie einen Gesprächswunsch abgelehnt. Wir sind der Auffassung, dass es ein guter Brauch unter Demokraten ist, dass, wenn es Gesprächsbedarf gibt, dann auch Gespräche geführt werden. Bundeskanzlerin Merkel wollte das Problem ursprünglich geräuschlos lösen, indem sie Erika Steinbach einen Staatssekretärsposten anbot, unausgesprochen samt Verzicht auf den Sitz im Stiftungsrat. Steinbach hat abgelehnt. Nun läuft der monatelange Konflikt weiter und die Rufe nach einer klaren Aussage der Kanzlerin werden lauter.